So. Okay. Ich kann auch normal gehen, wenn ich das Steuerkreuz benutze. Ist auch nicht schlecht. Falls das Spiel einem zu schnell ist. Oh, du bist es. Ach, du bist es. Das ist der Händler. Ich mach dir einen guten Preis. Ja, zeig mal her. From New World, so wie euer erstes Shadow Hearts Teil auf der PS2. Okay, ihr habt gesagt, davon soll ich mir was holen. 3 Stück. Machen wir mal 5. Und ich kann offenbar nur eine bestimmte Anzahl Gegenstände tragen, sehe ich gerade. Oh boy. Wie komme ich da oben? Na, Wiederbelebungs-Items schaden nie, eben. Oh shit, es ist der Dicke. Ohne Kerl. Wie ein Prinz aufwürden. Wenn es so wäre. Wappel, du Bussel. Du bist auf keine Antwort. Jetzt wäre nur der Anführer der Ritter, wird in unserem Lieblingstierchen zum Fraßrohr geworfen. Aber ja, nachdem ihr euch im Brei verprügelt habt. Arvitz, ist das der Oberaufseher? Sein Name ist Frügel. Er ist so schrecklich, dass selbst seine Landsleute ihn fürchten. Ruhig an! Sag nur, die nicht leben! Du hast Sales angegriffen? Nö! Befehl gegeben! Warum hast du Schana entführen lassen? Ich wollte keine Lösung sein, wenn ich das Mädchen zurückbringe. Der Befehl war nur trivial. Und zuletzt die Zerstörung Sales anordnete. Schwabbelwabbelwabbel. Frügel, unverzeihlich! Hey, Frügel, jetzt gibt's Prügel! Ist das der Dragon Ball-Theme? Oh shit, jetzt Frügel. Okay, kümmern wir uns erstmal um die kleinen Fische. Das überlasse ich mal ihm. Die scheinen auch mehr auszuhalten. Okay, machen aber nicht so viel Schaden. Squeak! Okay, die halten genauso viel aus wie der Rest der Bande. Der lebt noch. Alter, sie ist echt flink. Dart wird echt zum Berserker, ich merke schon. Rastet einfach komplett. Alter, voll abgestochen, den Kerl. Aber wird schwächlich. Ey, hier dran. Ach du Scheiße, der holt sich immer neue Leute. Mit krasseren Waffen. Frügel, Frügel, geprügeltes Geflügel. So in etwa, ja. Das ist jetzt ein Oberwachmann. Okay, gleich nicht mehr. Beziehungsweise, ich glaube, ich lasse euch mal das machen. Ja. Die halten schon wieder ein bisschen mehr aus. Ja, oh Gott, jetzt kommt er. Oh! Slam wurde geslammt. Alter, hat ihn richtig weggebasht. Alter, die sind um einiges tankiger. Okay, das sollte aber genügen, oder? Nope, uff. Hör doch einfach mit die Hölle ne. Ach du Scheiße. Autsch. Ja, super, der bufft sich jetzt auch noch.
out. Um es so zu sagen. Oh Gott, der hält jetzt auch noch mehr aus. Oh Mann, die so ein fucking Kamikaze-Angriff. Was ist das denn jetzt? Er schmeißt mit dem Stein und macht hohen Schaden. Ach du Scheiße. Aber gut. Solange ich noch über 50% bin, mache ich mir jetzt darüber mal keine Gedanken. Alter, wie verhalten die jetzt aus? Sind wir noch im blauen Bereich? Jesus! Das ist eine Menge, was die jetzt auf einmal halten. Au! Ja gut. Lavitz ist Windelement und schwach gegen Feuer. Ja gut, das erklärt auch, warum er eben gerade so richtig auf die Nase gekriegt hat. Alter, sind die tanky jetzt. Okay, dafür hält er dafür einiges aus. Das haben wir nämlich schon gelesen. Erde ist stark gegen Wind, also von daher. Ich fahre mal lieber auf Nummer sicher. Ich fahre mal lieber 50 heilt das bei ihm. Alter, 12. Okay, er ist rot. Uff. Oh nein, nicht wieder dein Suicide-Move. Ach, super. Ja, da sieht man es, er nimmt einiges mehr an Schaden da. Immerhin nimmt er normalen Schaden. Ja gut, aber jetzt, sie muss sich heilen das nächste Mal. Also jetzt. Swonk! Musik ist nice hier. Aho! Kannst du doch nicht machen. Frigge die Vögel. Jetzt Prügel. Na gut, sie ist nochmal dran. Das sollte in etwa hinhauen. Hoffentlich. Au. Alter, ich bin nicht mal Slam und ich werde geslammt. Ich überlege gerade, ob Donner bei dem mehr Schaden macht. Versuchen wir es mal. Kann ich das auch mashen? I can't. Oh, that's good damage. Weißt du was, Kumpel? Ach scheiße, ich habe nur ein so ein Ding. Moppelhieb. Nee, wie süß. Oh, okay. Alter. Er denkt sich einfach nur Slam it. Ja, die sind alle noch fit. Okay, er ist schon mal auf dem halben Weg.
Ich bereue es gerade, dass ich nie nochmal so ein Donnernetz gekauft habe. Also so ein Funkennetz. Weil das hat schön Schaden an ihm gemacht. Feuer ist stark gegen ihn. Huh, okay. If you say so. Frigge die Frügel, jetzt setz Prügel! Naja, ist genauso effektiv, aber es tut seinen Job. Alter, das ist eine Menge Zeug. Level hoch. Ist er unsterblich? Das ist hier verschwinden. Aufs Pferd, Beeilung. Was ist denn hier Pferd? Junge! Oh, du nirgends, wenn euer Leben kosten soll. Zieh die Brücke hoch. Vielleicht heute noch. Oh, Alter. Bash. What the fuck? Rüger ist ein Tod. Du, ich eigentlich einzuschleichen? Sollen wir das seiner Hoheit Dürrel mitteilen? Du wolltest mir den Bild zurückbringen. Sonst wärt ihr jetzt schon tot. Komm her, verschwinde. Das ist auch egal. Alles läuft, wie ich es geplant habe. Ja. Sie wissen nicht, dass ich sie in der Hand habe. Ah, ah, ah. Sekunde, ich will mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Ach so, ist jetzt auch schon live der alle, der olle Stinker. Und Lini auch gerade. Ach, schau mal einer, guck. Alle sind sie jetzt live. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich hier noch so viele Ad-Schieß mich tot finde. Also Sachen, die an mich gerichtet sind. Wollte nur mal kurz nachgucken, was da wirklich gesagt wurde. Achso, ja, jetzt. Dann nehmen wir mal den Nordenweg. Die Nordroute. Das ist ziemlich sogen hier. Ich mag's, wenn's sogen ist. Neggi, neggi, neggi. Okay, ein Level-Up heilt auch nicht voll. Meine Güte. Spiel denkt sich echt so, Alter, du willst Heilung? Benutz fucking Heal-Items, Dipshit. Müsste Doppelheben nicht jetzt auch mal langsam Level-Up kriegen? So ganz langsam? Gibt's eigentlich echt keine andere Methode, sich zu heilen, außer Heal-Items? Ich hab grad echt Schiss, dass ich hier, ne? Deswegen heilen wir uns einmal hoch. Ausrüstung. Ritterschild. Kann jeder hier nehmen. Hm. Erhöht die Defensive. Und das bei ihm um einiges. Geben wir ihm mal. Und sie hat den Armreif schon. Okay. Oh, Tatsache, es hat schon ein Level-Up bekommen. Aber es ist irgendwie so... Ich weiß auch nicht. Man merkt irgendwie nichts davon. Oder habe ich es übersehen?
Wir machen das mal noch bis zum nächsten Level und dann gehen wir mal, nehmen wir mal Vulkan. Prärie. Einige nennen es Sogen. Blocken. Tavernen und noch eine weitere. Ah, ja, stimmt. Blocken hat ja auch. Ja, Mio Nanda, jo! Lavritz, kannst du noch weitergehen? Jaha! Okay. Alles immer noch so überdramatisch gerade. Jesus! Ah! Versteckt euch! Pass auf, 2 Meter neben dem Pfeil werden sie uns bestimmt nicht finden. Tut es weh? Es ist nur ein Kratzer. Aber du musst die Wunde behandeln. Die kann später verhandelt werden. Wir müssen erst weg hier. Ich trage Lavritz, Schala, geh du zuerst. Heim mich nicht wie ein Kleinkind. Ich werde mit euch Jungs gehen. Ich kann allein laufen. Shit, da kommen sie. Lasst uns gehen. Hau ab. Richtig, lauft ins Sogen. Das ist die sicherste Variante. Im Sogen seid ihr sicher. Dort sind sie. Frauen zuerst, da können wir die Leute in Basil verschonen. Alter, Frauen zu... It's a rabbit. Das ist der Flüchtling. Sei nicht töricht. Schau mal da drüben. Bist du ein Flüchtling? Schon gut, lass dir Zeit. Wow, was für Vollidioten. Das war knapp. Und schon morphen sie wieder alle in mich. Oder sehen die Wachen aus wie SM-Sklaven? So ein bisschen. Ist viel zu breit, um rüber zu springen. Du kannst dich aber auch anstellen. Gut, dann gehen wir den Jungs halt hinterher. Das soll mich nicht stören. Das Sogen rettet dich immer. Sogen wird dich nie vergessen. Was ist das denn? Sogen wird dich retten. Sondernbeter. Harpune! Harpune! Saching! Das ist ein krasses Biest. Damn, Nature, you're scary. Deswegen macht aber nur tsch tsch und dann ist Ende. So, geht drauf. Oder auch nicht, ist auch okay. Was ist in der Zwischenzeit? Mit Love ist immer weiter gepokt. Ich Vollidiot. Ich war einfach zu übereifrig. Doppelhieb! Sogen erhöht die Stats und uns endlich. Richtig so. Nightmare Ripper Wolf hat's verstanden. What the? Ja! Versteht ihr jetzt, warum ich in meinem Leben immer keinen Bock auf Bienen hab? Die machen so eine Scheiße mit dir. Die machen so einen Scheiß mit dir, ey.
beschwören einfach einen Tornado und dann, ja. Wirbelstock. Ein wirbelnder Stock. Ja, aber mal ein Stock. Dann hat er einen Stock im Arsch. Okay, warte mal. Zusatz. Zusatz nicht anwendbar. Ja, wunderbar. Das Ding ist literally dasselbe. Ach komm, hier sind wir kurz vom Level ab, dann wechseln wir gleich. Und dann nehmen wir mal Wirbelstock. Vor allem, wenn er... Ich möchte hören, wie er das ausspricht. Helena wird wohl noch bewacht. Ist besser, erst nach Celeste zu gehen, wenn man die Situation ein bisschen beruhigt hat. Ah, wir sollen also... Ach so, wir sollen komplett zurück. Okay, gut. Gehen wir wieder komplett zurück. Aus dem Gebiet raus und dann nach Celeste. Gehen wir halt nach Sass und nach Sars. Zu den Möwen. Zu den Möwen. Ich muss mal sagen, ne? Das Spiel lädt ja an sich selten. Dafür sind halt diese Screens halt ein bisschen länger. Also diese Screens, wenn du auf den Kampf wartest. Sei schon tricky und nice gemacht. Wow! Destroyed! So, und jetzt nochmal von unserem guten Labre... Nee, erstmal Bienentornado. Erstmal ganz krasser Bienentornado. Na komm, Wind und Wind. Ja, ich wollte gerade sagen, tut doch nix. So, das müsste jetzt ja ein Level-Up für ihn sein, in der Fähigkeit. Ja, sagt das Spiel einem nicht. Also muss man da wirklich das Ganze im Auge behalten. Sonst rennst du nachher mit einer Maxed-Out-Fähigkeit durch die Gegend. Ja, jetzt ist das Ding Level-Up. Also ein bisschen mehr Schaden. Aber ich will mal den Wirbelwindstock ausprobieren. Also den Wirbelstock. Hä? Ja, Hä? What's your point then? Zwei von drei Wege sind verblockt. Achso, hier kann ich runter. Die Namen, also da bin ich mal gespannt, wie er das gleich ausspricht. Kann ich ehrlich gesagt kaum erwarten. Aber erstmal sie wieder. In ihrer Shorts. Kommt es nur so vor, da wird der Block rechts, wo nicht richtig gecuttet ist, irgendwie mal länger. So, ich will Wirbelwindstock hören. Sofern ich es nicht verkacke. Wirbelstock! Wirbelstock! Ja, ihr Bogen hat keine Sehne, aber ich glaube, die konnten tatsächlich bei sowas wie eine Sehne, also literally einen Faden, nicht richtig animieren, was ich ihnen nicht verübeln kann zu der Zeit. Also, so nitpicky werde ich da mal doch nicht. What the fuck? Das soll ein Pferd sein. Okay. Sehe ich nicht, aber... eine lächerliche Wunde. Tut es noch weh? Ein bisschen. Ich habe erste Hilfe gelernt. Ich dachte, es wäre hilfreich, besonders in diesen Zeiten. Schana und Lernen ist etwas ganz Neues. Herr X könnte ja jeden Moment verwundet zurückkehren. Lass uns da drüben in die Hütte gehen. In Ordnung.
Die Position war gerade ein bisschen falsch, aber okay. Bitteschön. Danke, es geht mir schon viel besser. Es scheint, als haben wir diese Dummköpfe aus Helena abgehängt. Dutch, erzähl mir über die letzten 5 Jahre. Das ist jetzt der richtige Moment dafür. Schon in Ordnung, macht nichts. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Ich habe diese Reise gemacht, um Rache zu nehmen. Ich wollte die Person, die mir das Kostbarste geraubt hat, finden, töten. Ich konnte dir nichts davon erzählen, deswegen bin ich allein fortgegangen. Das schwarze Monster? Ich kenne nur den Namen. Niemand wollte mir etwas darüber erzählen. Ich sagte, ich sei noch zu jung. Sie sagten, ich sei noch zu jung dafür. Was ist das schwarze Monster? Wovon redest du? Rassist. Ich bin an 2 Orten zu Hause. Der eine ist Celis. Dort habe ich meine Zeit mit Shana verbracht. Und der andere, mein eigentliches Zuhause, ist dort, wo meine Eltern lebten. Vor 18 Jahren hat mich das Monster meiner Heimat beraubt. Neat. Sorry, aber wenn die Stadt Neat heißt, ich weiß ja nicht, ob man das so ernst nehmen kann, wenn man sagt so Neat. Als ich 5 Jahre alt war. Neat wurde von den schwarzen Monstern angegriffen. That's neat. Wir hatten Glück. Geil, ein Baumstumpf. Also ein Baum. Geh in den Baum. Bäume sind immer sicher. Besonders bei Feuer. Nur wir 3 konnten aus dem Dorf entkommen. Aber mein Vater kehrt in das Dorf zurück. Hat, hat. Meine Mutter folgte meinem Vater zurück in das Dorf, um den anderen zu helfen. Dort aber wartete das schwarze Monster. Es ist so schwarz und so monstrig gewesen. Blieb allein zurück. Zitternd warte ich auf die Morgendämmerung. Alter, das Spiel sieht echt nice aus für die damalige Zeit. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Auch wenn jedes Mal die PlayStation versucht hat, irgendwie Menschen zu erstellen, sie einfach nur Blockmonster erschaffen haben. Das Spiel sieht an sich vom Artstyle her echt nice aus. Die Sonne entblößte eine fremde Landschaft. Der Walk Cycle. Es war ein völlig verändertes Neat. Es war nicht mehr so Neat wie einst, wie es einst mal war. Und ich fand das hier. Der Bruder vom schwarzen Magier. So nett war wahrscheinlich. Alles, was ich noch vorfand, war das hier. Es ist dann ein Andenken. Mein Vater hat es mir bei sich getragen. Schon gut, Dad. Ich verstehe schon. Es tut mir leid, Shana, dass ich es dir nicht erzählt habe. Es ist in Ordnung. Ich wusste, du würdest es mir eines Tages erzählen. Sag nichts mehr. Du bist also gerade erst von deiner Reise zurückgekehrt, mit der du einen Schlussstrich unter deine Vergangenheit ziehen wolltest.
Ich bin noch nicht ganz angekommen. Du hast Neat erwähnt. Das hört sich Neat an. Als sei es ein Dorf hier in dieser Gegend. Es liegt weiter nördlich von hier. Es wird sich wohl niemand mehr an den Namen erinnern. Na Witz, sag mir, was geht in diesem Land vor? Momentan ist unser Königreich Basil mit dem Sandora-Reich im Krieg. Der Krieg hat sich über ganze Serdio ausgebreitet. Zwar basic, aber trotzdem irgendwo immer noch sehr gut. Die Musik ist echt nice. Oder man könnte sagen, sie ist neat. Ah. Warum wurde der Waffenstillstand gebrochen? Wegen des Drachen. Das legendäre Monster, das die Macht Sandoras gestärkt und damit das Kräftegleichgewicht zerstört. Danach ist der Kaiser Döhl immer aggressiver geworden. Ein Drache? Nein, das kann doch gar nicht sein. So etwas kann man nicht in einem Krieg einsetzen. Weißt du etwas darüber? Oh, Alter! Chill! Bevor nach Sales kam, stürzte sich ein Drache auf mich. Er besiegte mich und es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Ein vorbeiziehender Krieger rettete mich. Nur deswegen bin ich noch am Leben. Der Drache nähert sich schneller als ich dachte. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Du meinst noch mehr Opfer? Ja, es ist Krieg. Wie auch immer. Ich muss zurück zur Indelsburg in Baal. Ich nenne es Baal. Das klingt schon richtig. Es gibt so viele Dinge, die ich König Albert mitteilen muss. Weißt du was, Dart? Ihr solltet mit mir kommen. Vielleicht weiß Minister Neusch etwas darüber, das schwarze Monster. Verstehe. Es ist ein Königsgeschlecht mit langer Geschichte. Vielleicht bekomme ich etwas Neues heraus. Dann ist es abgemacht. Hier kein Risiko ein, Lavitz. Du bist nicht völlig gesund. Du wirst meine gute Ehefrau. Was? Was? Lavitz, was? Mr. Steel, my girl. Was? Kann er doch nicht machen tun. Das kann der doch nicht machen. Fast umgefallen. Einen Fluss tragen können, wenn man die Brücke umsetzt. Glaubt ihr nicht? Die Klinge wird das nicht schaffen. Dann fucking dropkick it. Meine Güte, das Ding ist schon so gut wie abgebrochen. Just fucking dropkick it. Ist hier irgendwie eine Axt drin oder sowas? So eine Holzfäller-Axt oder so? Ach, guck mal, ja, da. Axt ist ganz schön abgegriffen. Ich hole sie, wir können... Was? Wir können den Baum aus der Ferne mit abfällen. Axt aus Hütte. Ja, geil. Ich habe jetzt so eine derbe Axt. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt eine Axt? I will Wirbelstock dich so hart. Wirbelstock. Oder einfach nur Stock. Doppelhieb wird auch nicht unbedingt geiler. Aber gut, die Viecher machen hier auch keinen Schaden, also. Ja, 5 und 2. Und was bist du jetzt? Ich
ich nehme alles zurück. Du beschmeißt mich mit einem fucking Stein. Was ist mit dir kaputt? Tatsache, man heilt sich echt ein kleines bisschen dann. Wie praktisch. Ja. Ha. Doppelhieb. Doppelhieb. Nicht Wirbelstock. Nicht so stockig. Meint, sie hat Pfeiler da und sie hat einen Köcher. Also man kann das so, so ein bisschen sehen. Hey Mahuni. Ja. Ah, Doppelhieb. Doppelhieb. Ich mag das immer noch. Woran erinnert mich das? Das Medley erinnert mich so an so gewisse Dinge. So, warte mal. Oh, ein 2 und dann ist das schon Level 3. Nice Sache, das. Ist gut, Pferd, chill dich. Diesen Baum über den Fluss. Vielleicht funktioniert's. Ja, als Brücke ist es ein Versuch wert. Gut, dass ich diese Axt hab. Wow. Mist. Ihr Vollidioten. Wir müssen einen anderen Weg finden. Alter. Das ist ein mega Disappointment einfach. Wieso habe ich das Gefühl, dass das jetzt trotzdem funktioniert hat und wir da irgendwie anders jetzt rüber können? Die Musik ist auch chillig gerade. Ach, schau mal, einer guck. Zufall? Ich glaube kaum. Damit können wir rüber. Zufall? Ich glaube nicht. Squeak. Enges Gebet. Auch geil. Wiederbelebungs-Items. Immer nice. Ich find's nur geil, dass hier manchmal einfach random Kisten stehen. Oh, nicht schon wieder so ein Mantis-Ding. Ja, vielleicht sollte ich mit den beiden mal. Oder auch mit ihr. Ein Blocken heilt nicht wirklich viel. Aber es heilt ein bisschen. Und es kann dann vorbeigehen, das ist auch nice. 16, das heilt echt nicht viel. Och nö. Sieht dieses Scheißding auch schon wieder mehr aus. Warum können die das alle? Okay, warte mal. Machen wir es so. Blockt. Wirbelstock. Wirbelstock. Er wirbelt mit dem Stock. Legend of Dragoon, einer der besten JRPGs überhaupt. Kennen nur wenige. Ja, deswegen, ich hab's seit Ewigkeiten bei mir rumliegen, weil ich es damals tatsächlich mal relativ günstig geschossen habe. Weil es ist ja schon, es hat so einen gewissen Sammlerwert.
Also es ist ziemlich expensive. Deswegen, ich hatte da eigentlich Glück, dass ich das relativ günstig gefunden habe. Und noch in so guter Condition. Das ist eigentlich schon viel zu lange her. Ich wollte das schon seit Ewigkeit mal ausprobieren. Ich bin nur gerade froh, dass im Chat denn tatsächlich auch so zahlreich Leute da sind. Und dass das nicht so ein... Ja, so ein Snorefest ist für die Leute, wisst ihr? Auch wenn das gerade voll merkwürdig klingt, aber... Es ist immer so, man muss immer ein bisschen gucken. Sorry. Ach hey, was seid ihr denn? Du sahst wie ein Zivilist, was ist los? Was meinst du, was ist los? Ihr Ritter seid schuld. Moment mal, ich bin ein Ritter aus Basil. Wir sind eigentlich Verbündete. Ich bin ein Feind. Sandora geflohen. Schatz, sag doch nicht, sonst wären wir noch eingesperrt. Aber ja, Ritter haben unser Leben zerstört. Wir konnten es nicht mehr ertragen, in Kassas zu leben und sind weggelaufen. Bin entschuldigt. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. König Albert hilft jedem, der leidet. Auch denen, die aus ihrem feindlichen Land kommen. Was? Mein Sohn, hast du Hunger? Ja. Nimm das. Danke. Du. Wenn ihr hier lang geht, dann kommt ihr nach Bail. Geht, wenn ihr möchtet. Ich kenne doch niemanden. Hör auf, eine Möse zu sein und benimm dich wie ein Vater, du Lusche. Warum geht ihr nicht zu mir? Mein Haus ist sowieso groß für meine Mutter und mich. Wer seid ihr? Ich bin Batman. Mein Name ist Lovitz. Ich bin ein Ritter im Dienste König Alberts. Vielen Dank. Wie nett von euch, Sir Lovitz. Ist dafür, dass ihr mich eben noch zusammengeschissen habt, weil ihr Kacke wart. Ne? Just saying. Natürlich genau vorher, ne? Oh nein, ein einzelner von euch? Wirklich? You got a death wish? Weißt du was, dann nutze ich das mal. Heil mich so mal ein bisschen hoch. Wirbelstock. Stock im Arsch. Ich mein Wirbelstock. Na, na, na. Stock im Arsch. Kiwi-Vampir, ey, ist auch echt... Die Viecher sind echt cool hier. Hey. Kalksteinhöhle. Na, wunderbar. Und ich habe mein Kalgon zu Hause gelassen. Final Fantasy 8 kam im selben Jahr raus. Ja gut, das dann wurde Legend of Dragoon schlicht und ergreifend überschattet. Detonationsfelsbrocken, ist das wieder Item wahrscheinlich wie Magie. Nur mit Typ Fels. Detonationsfelsbrocken. Die Gegner sind echt originell, ich meine... Was ist das denn jetzt? Nice moves. Slap. Alter, 8 Damage? Das ist... Oh, nice, okay. Ach stimmt, ich habe ja Vulkan drin. Weil ich auch dein... Okay, und das Ding ist trotzdem gestorben. Es ist explodiert. Ich habe ganz vergessen, dass es diese Mechanik ja schon gibt. Diese Counter-Mechanik, die total vergessen.
Bislang ist sie noch nicht wirklich nützlich, ne? Ich kann mich an ein paar Grindstunden darin erinnern. Ach du Kacke. Ist die Höhle so bekannt zum Grinden oder so, so? Nein, bislang komme ich ja hin, nicht? So. Oh yeah, Déjà-vu! Wie cool. 20 Gil. Ah, komm. Das schaffst du. Schaffst du nicht. Okay, gut. Kannst du hier... Nee, ich kann hier... Ach, shit. Shana wird noch nie nützlich. Ah, schön. Was seid ihr denn für Sumpfmenschen? Schleim. Die Schleimi. Alter, kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht mit Schleim bewerfen. Was ist mit dir kaputt? Wirbelstock. Wirbelstock. Counter. Kill it. Kill it, bevor es Eier legt. Nice. Aber gut zu wissen, Shana wird nie nützlich. Super. Aber ein Gegengift quasi bekommen. Ich sollte vielleicht jetzt mal wirklich ein bisschen zusehen, dass ich mich mal wieder hochheil. So, wenigstens... Genau, das sollte hinhauen. Jetzt haben wir noch drei. Das sollte hoffentlich erstmal ein bisschen... Kann ich irgendwie... Ja, kann ich. Yeah, Déjà-vu. Achso, ich muss dann... Ah, okay, gut. Warte, ich hab's begriffen. Wie cool. Bastardschwert. Okay. Schwert von Bastard. Wann habe ich denn das Ding bekommen? Moment. Schurkenschwert? Ist es nicht eben gerade noch Bastardschwert? Oder gehört das denn wem anders? Schauen wir mal. Ist um einiges besser. Mal holla die Waldfee. Wie gesagt, Übersetzung brainfortet gern mal. Ich sehe schon. Mein Bastardschwert, schön und gut, aber auf einmal ist es Schurkenschwert? Die Stolpersteine. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Takeshis Castle. Schade, sei vorsichtig, du bist noch nie ausrutscht. Okay. Total Verschwindung. Total Verschwinden? Was ist denn jetzt total Verschwinden? Total verpiss dich. Achso, ist wahrscheinlich wieder eine Liste. Lass mich mal gucken. Wir haben auf jeden Fall Wiederbelebungszeug. Vernichtet. Kleine Gegner. Es vernichtet einfach. Es macht einfach... Es macht einfach tot. Ich find's geil, wie die mir nicht folgen. Körperreinigung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde demnächst jede Menge giftig. Und natürlich, ausgerechnet du.
Alter, lass dich nicht so hängen, ja? Meine Güte, lass dich nicht so hängen. Was kannst du eigentlich? Schnauf, schnauf, schnauf. Das ist mir schon zum zweiten Mal das Leben. Schnauf, schnauf. Wo er gerade hier war. Auch wenn das der Fall war, hatte ich doch Glück, dass du gerade hier warst, Dart. Wir werden für immer Freunde okay. Ja, das stimmt. Wir kennen uns zwar erst ein paar Stunden. Stumpf, stumpf. Entschuldigung, Jungs. Was ist mit mir? Das ist schon irgendwie süß. So eine leichte Bromance. Hm? Fates-Glühwürmchen? Du weißt wirklich viel. Nun, sie haben mich oft gerettet. Und mich auch. Besonders in der Nähe von Schlachtfeldern waren sie immer sehr nützlich. Entschuldigung, vielleicht erklärt ihr mir das mal auch mal. Sag mir, was das für Dinger sind. Flashback. Oh. Grenade! Oh, Jungs. Das Licht eines Fels, du wirst ja heilende Kräfte. Oh, nice. Ich hätte also nicht mal meine Heil-Items verschwenden müssen. Nice. Jetzt hast du ja wenigstens etwas gelernt. Ja, ja, ich weiß, was du nicht weißt. Da. Was ist das? Das sage ich nicht. Er hat 5 Jahre lang getrennt. Es ist nur normal, dass man nicht voneinander weiß. Meine Mutter und ich waren da anders. Jedes Mal, wenn ich nach Bale zurückkomme, begrüße sie mir mit dem gleichen Lächeln. Aha. Was? Soll ich was Falsches gesagt? Lass uns aufbrechen. Deine Mutter wartet in Bale auf dich, nicht wahr? Ja. But yes. Squee. Und nochmal. Alter, ich krieg so viel Lebensitems. Wiederbelebe-Items. Was war die dritte Möglichkeit? Ah. Glühwürmchen. Was ist denn? Kleine Schweinegoblins. Die wehtun. Ein Ork! Kleine Schweinegoblins! Scheiße, tun die weh. Euch beseitige ich mal zuerst. Vulkan! Alter, aushalten tun die auch. Scheiße. Echt jetzt? Okay, 7, das geht ja noch. Mal sagen, wann ist Lavritz mal dran? Wirbelstock! Stock! Alter, kleine Schweinegoblins! Alter, mit ihr kann ich ja bald nur noch verteidigen, wenn es so weitergeht. Ja! Vulkan! Goblins! Alle Goblins! Ihr Blogge. Alter! Ihr scheiß Schweinepriester, hört auf damit! Schwobbel. Ja, an denen macht das keinen Schaden. Das ist ja nicht so tragisch. Wirbelstock. Na, hast du gemerkt, Shana ist shit. Ich merke schon, sie ist nicht unbedingt die Beste, was alles angeht. Oh Gott. Shit, fuck up.
Ja, also selbst wenn man blockt, sind das 6 Schaden bei ihr. Bring sie erstmal wieder ein bisschen hoch. Das können die Jungs erledigen. Ja! Zack! Ja! Ah, oh Gott! Alter, 26! The Feuerpower! Stock! Er lernt Shana echt nichts irgendwie, was später hilfreich ist. Dunkler Nebel. Nein. So viele Items, wo irgendwo Zerstörungsmagie sind. Voll funky, ey. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich nicht weitergehen. Mal zurück, warte mal. Das ist bei dem Spiel so gerade der Punkt. Ich habe immer keine Ahnung, was ist jetzt optional und was ist optimal. Okay, das hier ist optional. Nee, ist es nicht. Doch, ist es, weil von da hinten kam ich ja. Oh, Totalzerstörung. Ein Totalschaden. Shit. Er lernt sie irgendwas. Nein. Super. Das ist ja wundertoll. Ein Schleimmensch und ein Tumor. Wunderbar. Schön. Danke, direkt in mein Gesicht gegoopt. Das ist ja Chandra Gupta. Eat shit. Schaden macht sie auch nicht wirklich. Zusatz hat sie auch nicht wirklich. Was kann diese Frau eigentlich? Counter. Ach, zu spät. Ja, trotzdem 19 Damage. Wirbelstock. Das Wirbelstock ist auf jeden Fall geiler als Harpune. Zumal ich da nicht immer an Ikakumon denken muss. Und tschüss. Naja, kannst du mal aufhören, Teile von deinem Körper zu schmeißen? Ich werde dir da echt sehr verbunden. Ja. Vulkan! Der Vulkan macht jetzt langsam richtig Schaden. Das Shit tut langsam weh. Tut weh im Höschen. Ach ja.